gerüstet für den Kampf in urbanem Gelände, die Waffenanlage und Sensorik des GTK-Boxer. Nicht nur der Wald ist das mögliche Revier des Boxer. Aktuelle und künftig zu erwartende Szenarien in städtisch geprägter Umgebung führten zu neuen Entwicklungen von Gefechtsfahrzeugen und deren Bewaffnung. Ergebnis dieser Entwicklung sind unter anderem fernlenkbare leichte Waffenstationen, kurz FLW. Bei der Ausstattung der Führungsvariante des GTK-Boxer hat sich die Bundeswehr für die Waffenstation FLW 200 entschieden. Eine der zurzeit wenigen Ausbilder und Schießlehrer auf diesem Waffensystem erklärt weshalb. Was halt hier der Riesenvorteil ist, dass man es unten aus dem sicheren Kampfraum betreiben kann bzw. arbeiten kann. Ist jetzt eingerüstet Kaliber 50, schweres Maschinengewehr, 12,7 x 99 mm. Geübt und geschossen wird jedoch nicht in bebautem Gelände. Durch Anschießen wird die Justierung der Waffenstation mit dem schweren Maschinengewehr überprüft. Das Trefferbild überzeugt. Das Aufmunitionieren kann nur außerhalb des geschützten Fahrzeuges erfolgen, dann ist die Hauptwaffe wieder einsatzbereit. Direkt an der Waffenstation ist eine Nebelwurfanlage montiert. Diese erlaubt geschütztes Ausweichen. Lageabhängig kann die Waffenstation vom Kommandanten oder Systembediener eingesetzt werden. Über das Bedien- und Anzeigegerät beobachtet er das Gelände. Die nötigen Bilder liefert eine parallel zur Waffe angebrachte optronische Einrichtung. In dieser sind eine zoomfähige Farbkamera, ein leistungsstarkes Wärmebildgerät sowie ein Laser-Entfernungsmesser integriert. Über einen mit unterschiedlichen Funktionstasten ausgerüsteten Richtgriff werden Beobachtungstechnik und Waffenstation gesteuert. Im Besonderen die optische Ausrüstung beeindruckt die Soldaten. Sie ist sehr hoch auflösend. Somit können wir den Feind besser aufklären, viel früher aufklären. Und dadurch natürlich den Feind früher bekämpfen. Mit der Waffenstation ist jederzeit der Feuerkampf auch bei eingeschränkter Sicht möglich. Die technische Ausstattung der Waffenstation erlaubt dabei auch alle Beobachtungs- und Wirkungsmöglichkeiten aus der Bewegung. Das kann der Kommandant für ein Ausweichen unter Einsatz der Nebelmittelwurfanlage nutzen. Bei Ausfall der Steuerung der Waffenstation über das Bedien- und Anzeigegerät ist eine manuelle Notbedienung auch außerhalb des geschützten Kampfraumes möglich. Dabei zielt der Schütze mit einer fest eingebauten starren Visiereinrichtung auf der Waffe, hat aber einen eingeschränkten Wirkungsbereich. Die Waffenstation bietet einen hohen vertikalen Richtbereich sowie einen seitlichen Schwenkbereich von 360 Grad. Wichtige Parameter für den Kampf in urbanem Gelände. Je nach Einsatzzweck kann die FLW auch mit anderen Waffensystemen wie dem Maschinengewehr 7,62 mm oder der 40 mm Granatmaschinenwaffe ausgestattet werden.